Hallo und herzliche Grüße bei der deutschsprachigen Sendung Willkommen. Dank unserer Zusammenarbeit mit den ORF3-Kollegen haben wir die Möglichkeit, jeden Montag Ihnen die Auszüge aus dem Programm Inside Brüssel darzustellen. Die bedeutenden Persönlichkeiten der Europäischen Union haben dieses Mal die aktuellsten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme und Ereignisse in dem Diskussionsraum besprochen. Guten Abend aus dem Fernsehstudio der Europäischen Kommission in Brüssel. Die Europäische Union hat dieser Tage so etwas wie ihren 60. Geburtstag gefeiert. Aber die Feierstimmung wird getrübt durch den Austritt der Briten, der nun auch offiziell auf den Weg gebracht wurde. Und neue, zusätzliche Herausforderungen für die EU gibt es jetzt an allen Ecken und Enden. Über all das spreche ich heute in einer etwas kürzeren Ausgabe von Inside Brüssel mit Günther Oettinger, dem aus Deutschland stammenden EU-Kommissar für Haushalt und Personal. Herzlich willkommen, Herr Kommissar. Dankeschön, guten Tag. Der Gründungstag der Institutionen, aus denen später die EU hervorgegangen ist, war ein total verregneter Frühlingstag im Jahr 1957. 6 Staaten waren damals als Gründer dabei. Den 60. Geburtstag in Rom konnte die EU jetzt bei strahlendem Sonnenschein begehen. Aber die Stimmung war trotzdem getrübt durch eine ganze Reihe von Krisen, die die EU existenziell herausfordern. Why should we lose our trust in the purpose of unity today? Warum sollten wir jetzt unser Vertrauen in die Einheit der EU verlieren? Weil sie unsere Realität geworden ist? Oder weil sie uns langweilt? Europa wird politisch entweder geeint sein oder gar nicht existieren. Be united or will not be at all. I think the EU has brought Europe a lot of amazing things that we should be grateful for. Die EU hat nicht nur in Europa viele wünschenswerte Veränderungen bewirkt. Auch mir persönlich hat sie nur Positives gebracht. And brought only positive things. Questo non è. Es ist nicht das Europa der Völker, das wir uns vorgestellt hatten und das uns eigentlich in einem europäischen Gemeinschaftsgefühl vereinen sollte. Die meisten Probleme, die wir in Italien haben, gehen auf den Euro zurück. Herr Kommissar, wie lautet denn am 60. Geburtstag oder nach den Feiern zu diesem 60er Ihr persönliches Fazit? Wie geht's der Europäischen Union mit 60? Die Europäische Union, eine Familie von verschiedenen Völkern, Sprachen, Kulturen und Geschichten, hat viele Aufgaben, hat ein paar Probleme, aber bietet für die Bürger einen großen Mehrwert. Ich war am Samstag in Görlitz, die Europastadt. Als ich jung war, war die Oder-Neiße-Grenze jeden Abend im Fernsehen. Heute zwischen Deutschland und Polen, heute die heutige Grenze. Polen und Sachsen, Schlesien und Sachsen zusammen und die tschechischen Nachbarn sind ein Teil in dieser Partnerschaft. Oder wenn Sie mal anschauen, wie Bratislava und Wien zusammenkommen. Der Flughafen Wien ist der Flughafen für die Slowakei. Und Bratislava ist ein attraktiver Ort, eine tolle Stadt. Ich treffe dort viele Österreicher am Wochenende. Ich komme aus Baden-Württemberg. Früher musste ich am Pfändertunnel die Währung tauschen. Früher musste ich meinen Pass zeigen. Früher gab es strenge Kontrollen. Heute fahre ich von Stuttgart oder auch von Brüssel über Stuttgart nach Lech oder nach Innsbruck in meine zweite Heimat. Ich kann dort wandern, mit der gleichen Währung mein Bier bezahlen. Ich werde nicht kontrolliert. Die Wirtschaft wächst zusammen. Ich kann zu den Festspielen in Bregenz gehen. Wir haben doch längst diese Vorteile verinnerlicht. Wir denken oft nicht daran. Wir sollten uns klar machen, gäbe es Europa nicht mehr, hätten wir viel mehr Schranken, viel mehr Regeln, viel mehr Kontrollen, viel weniger Freiheiten. Nun wird aber gerade der gemeinsamen Währung, dem Euro, auch immer wieder einmal nachgesagt, dass er nicht so sehr als einigende Klammer für Europa wirkt, sondern eher für manche auch als Spaltbild, dass der Euro eigentlich dazu geführt hat, dass manche Staaten jetzt besser dastehen, als sie eigentlich ohne ihn dastehen würden, vor allem Deutschland, und dass andere jetzt noch schlechter dastehen und aus ihren Schwierigkeiten auch nicht mehr so leicht herauskommen, seit sie den Euro haben. Sie können nicht mehr abwerten. Deutschland profitiert vom billigeren, vom günstigeren Euro. Hat der Euro tatsächlich diesen Zweck erfüllt, auch politisch als einigendes Band in Europa wirken zu können?
Der Euro hat überwiegend Vorteile. Wenn wir die Leitwährung den Dollar nehmen, wenn wir sehen, wie aufstrebende Währungen aus Asien eine Rolle spielen, dann können wir uns nicht mehr 28 Währungen leisten. In Deutschland hatten wir im 19. Jahrhundert in jeder Region eine Währung. Da musste man, wenn man von Köln nach Stuttgart reisen wollte, dreimal die Münzen umtauschen. Da wir aber heute europäisch handeln, exportieren, importieren, reisen, dienstlich und als Touristen unterwegs sind, ist der Euro von großem Vorteil. Eines stimmt, er benötigt eine Grundlage in Form von wettbewerbsfähiger Wirtschaft in jedem Mitgliedstaat. Daran arbeiten wir. Dafür brauchen wir Reformen. Und Mitgliedstaaten müssen aufpassen, dass sie nicht durch zu hohe Verschuldung abhängig werden von Gläubigern und durch zu viele Zinsen und Schuldendienst ihre Haushalte nicht mehr hinbekommen. Ich glaube, dass der Euro heute stabiler ist als 2010. Aber wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch ein paar Länder, die Reformen benötigen, damit sie starke Partner in der Eurozone bleiben können. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Sorgenkinder im Euro? Griechenland wird ja immer wieder erwähnt, aber Griechenland macht ja von der Volkswirtschaft her gesehen keinen so großen Anteil aus, 2% am EU-Gesamtumsatz. Aber Italien zum Beispiel, was glauben Sie, wenn Italien in gröbere Schwierigkeiten kommt, ist dann der Euro überhaupt noch zu retten? Es wäre ja Italien zu groß als Wirtschaft, um aufgefangen zu werden vom Rest der Eurozone oder der EU. Italien ist das drittgrößte Land in der Eurogruppe, hat eine starke Wirtschaft noch immer im Norden, entlang der Po-Ebene, Turin, Mailand, Brescia, Bologna, rüber nach Venedig, sind herausragende mittelständische Unternehmen, Maschinenbau, Hausgeräte, Design. Aber Italien braucht genauso eine Reformagenda, wie sie Deutschland 2003 hatte und Österreich noch früher. Der Arbeitsmarkt muss flexibler werden. Wir müssen mehr und länger arbeiten. Wir müssen mehr in Innovation und Forschung investieren. Man kann genau sehen, wo dies gemacht wird, sind 5 Jahre später die Erfolge sichtbar. Die Agenda 2003 in Deutschland und dann der Erfolg. Und ich baue darauf, dass jetzt ein starker proeuropäischer Präsident in Frankreich kommt, der dort Reformen angeht. Und dass der Regierungschef in Italien, den ich sehr schätze, der ein seriöser, führender Kopf der Politik in Italien ist, die Gelegenheit bekommt, seine Arbeit vor und nach den anstehenden Wahlen fortzuführen. Nun hat die EU-Kommission jetzt ein Weißbuch vorgelegt mit verschiedenen Szenarien, wie Europa weitermachen könnte. Und das Interessante war, die Kommission hat nicht gesagt, was sie eigentlich will, sondern sie hat gesagt, wir können ganz unterschiedliche Dinge machen. Wir können so weitermachen wie bisher. Wir können die EU reduzieren auf eine reine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wie sie das einmal war. Oder wir können stärker zusammenarbeiten oder auch nur Einzelne können stärker zusammenarbeiten. Was wäre denn Ihre persönliche Präferenz? Was würden denn Sie sich wünschen am 60. Geburtstag für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Das Weißbuch war und ist eine gute Grundlage für eine offene, konstruktive Debatte, die wir zum Jahresende abschließen wollen. Und deswegen sind wir im Augenblick noch zurückhaltend in der Bewertung. Aber es zeigt sich, dass bei 2 großen Aufgaben mehr Europa notwendig wird. Beim Thema Migration und der Flüchtlingsaufgabe und beim Thema äußere, innere Sicherheit, Terrorbekämpfung und Verteidigung. Und ich glaube, dass von daher etwas an Europa gestärkt werden muss, umgekehrt Europa auch nicht überall federführend bleiben muss und bei einigen Aufgaben nicht alle 28 von Beginn an dabei sind. Wir werden in den nächsten Wochen eine europäische Staatsanwaltschaft gründen, die nur Korruption, Untreue und Betrug im Zusammenhang mit dem europäischen Haushalt bekämpft, im Interesse unserer Steuerzahler. Da machen dann vielleicht 17 Mitgliedstaaten mit. Aber besser die 17 bekämpfen Korruption gemeinsam, als wir hätten 27 unterschiedliche Behörden. Und ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren werden es dann 18, 19, 20 und am Ende 27 werden. Ich glaube, das europäische Projekt ist kein Projekt der Kommission, es ist ein Projekt von uns allen. Eine
Landesregierung in Salzburg ist ein Teil des europäischen Projekts. Und deswegen werben wir dafür, dass jeder Minister, jeder Abgeordnete, jeder Kammerpräsident der Wirtschaft, jeder Gewerkschaftsvorsitzende neben seiner Hauptaufgabe auch ein Botschafter für das europäische Projekt in diesen schweren Zeiten werden muss. Und jetzt sind Sie der oberste Haushalts- und Personalchef der Europäischen Kommission, dieser riesigen Institution mit mehr als 30.000 Beschäftigten. Finden Sie da Ihre Vorurteile von einst manchmal bestätigt? Haben Sie da manchmal selbst das Gefühl, dass dieser Apparat vielleicht ein bisschen zu aufgebläht ist, dass er eine Schlankheitskur auch einmal vertragen könnte? Klar ist doch, 500 Millionen Menschen zu regieren mit 27, 28 nationalen Regierungen, 24 Muttersprachen, Kulturen, Religionen, ist hochkomplex. Da ist das Bürgermeisteramt in einer kleinen Gemeinde verhältnismäßig überschaubar. Aber und ich kenne Beamte aus meiner Heimatstadt Ditzingen, von den Landesministerien, von Bonn und Berlin und jetzt hier. Die Qualifikation unserer Beamten, die Motivation, die Arbeitsintensität und die Qualität der Arbeit steht der in Wien, Berlin, Stuttgart in nichts nach, im Gegenteil. Aber wenn die Europäische Kommission jetzt von sich aus sagt, wir wollen eigentlich weniger regulieren, wir wollen nur noch große Dinge machen, wir wollen die kleineren Dinge vielleicht auch wieder zurückgeben, kann es dann auch so etwas wie eine Schlankheitskur geben in den EU-Institutionen? Oder sind die Ihrer Meinung nach gerade richtig oder vielleicht sogar zu klein dimensioniert? Wir haben ja in den letzten 5 Jahren jährlich unser Personal um 1% reduziert. Das heißt, wir haben jetzt 5% weniger Mitarbeiter an Bord. Ich kenne keine Regierung, weder in Wien, noch Rom, noch Berlin, noch Stuttgart, die Vergleichbares macht. Diese Zahl von über 30.000 stimmt, aber alleine 5.000 müssen dolmetschen und übersetzen, weil wir den Menschen das Recht geben, dass sie einen Brief an uns in ihrer Muttersprache senden können. Der Abgeordnete im Parlament in seiner Heimatsprache sprechen darf. Und damit im Grunde genommen die Vielfalt Europas hier nicht untergeht. Das heißt, man muss einfach sehen, viele Mitarbeiter machen Dinge, die man in einer nationalen und regionalen Regierung gar nicht braucht. Und deswegen, wir haben insgesamt weniger Beschäftigte als die Stadt München. Wenn man alle abzieht, die Dienste erbringen, die man eben europäisch braucht, dann ist die Zahl der Mitarbeiter in den Sachthemen Wettbewerbsrecht, Handel, Energie, Digitales, Haushalt, Verbraucherschutz, relativ überschaubar. Vielen Dank. Er ist jetzt angekommen, der berühmte Brief aus London. Die britische Regierung ersucht offiziell um Einleitung des Scheidungsverfahrens. Es bleiben, wenn alles vertragsgemäß abläuft, noch genau 2 Jahre, um die Modalitäten des britischen Austritts zu klären. Wie wird sich Brüssel dabei positionieren? Es soll fair zugehen, heißt es im Vorfeld. Aber es soll den Briten auch signalisiert werden, dass man im Club besser dasteht als draußen. Der Wunsch der Briten, aus der Europäischen Union auszuscheiden, macht mich nach wie vor traurig. Wir müssen fair, offen, aber nicht naiv mit den britischen Austrittsvorstellungen umgehen. Wir können sicherlich ein positives Abkommen erreichen, aber kein Deal ist besser für Großbritannien als ein schlechter Deal. Es wird weder eine Strafe noch eine Austrittsgebühr geben. Beide Seiten müssen verantwortungsbewusst handeln und die Konten ausgleichen. Mutuellement responsable et de solder les comptes. Herr Kommissar Oettinger, was sollten denn die Prioritäten jetzt sein bei diesen sehr schwierigen Verhandlungen mit Großbritannien? Soll es jetzt vor allem darum gehen, die Briten zu bestrafen dafür, dass man eben herausstreicht, dass die Vorteile des Drinbleibens sehr groß sind und dass man große Nachteile hat, wenn man hinausgeht? Oder soll es auf so etwas wie eine einvernehmliche Scheidung hinauslaufen? Wir streben eine Lösung an, die beide Seiten unterschreiben. Das heißt, eine Vereinbarung, wo alles geregelt wird, was man regeln muss. Die Briten bleiben ja Europäer, bleiben unsere direkten Nachbarn, bleiben bei vielen Fragen mit uns verbunden, haben die gleichen Werte wie wir. Aber umgekehrt, Rosinenpickerei kann nicht sein. Man kann nicht austreten und dann trotzdem die Vorteile eines Binnenmarktes und viele andere Vorteile behalten wollen. Insoweit geht es um eine konsequente Trennung.
Nun kursiert eine Zahl, 60 Milliarden Euro, sie wird nicht offiziell bestätigt, aber das soll ungefähr der Betrag sein, den die Briten der Europäischen Union schuldig sind, wenn sie jetzt rausgehen, weil sie vorher schon längerfristige Verpflichtungen eingegangen sind. Wie weit besteht da noch Verhandlungsspielraum? Wir werden den Briten in wenigen Wochen eine Rechnung aufmachen müssen. Worum geht es? Die Briten sind bis Ende 2019 Mitglied der Europäischen Union. Der Haushalt geht ein Jahr länger. Jeden Tag werden Verpflichtungen beschlossen. Nehmen wir an, durch unsere Kohäsionsprogramme, durch unsere Strukturfonds bewilligen wir den Bau einer Brücke in Kroatien oder fördern wir erneuerbare Energien in Dänemark oder ein Forschungsprogramm mit der Uni in Oxford oder Cambridge. Und dies unterzeichnet die Europäische Union im Namen aller Mitgliedstaaten, die den Haushalt tragen. Und das Projekt geht 2, 3, 4, 5, 8 Jahre. Und da muss der Vertragspartner EU vertragstreu bleiben. Und muss in der Lage sein, diese Gelder, die er heute beschließt, die die Briten mitbeschließen, auch zu zahlen. Und deswegen hat es eben auch nachlaufende Verpflichtungen nach dem Ausscheiden. Und die werden wir beziffern. Und da ist ein zweistelliger, erheblicher Milliardenbetrag mit Sicherheit seriös. 60 Milliarden, ist das zu viel, zu wenig, stimmt das ungefähr? Das ist nicht völlig falsch. Ihr Kommissarskollege Johannes Hahn hat gesagt, statt eines Rings von Freunden umgibt jetzt ein Ring aus Feuer die Europäische Union. Krisenherde in der Nachbarschaft, soweit man blickt. Wo sollte die Priorität der EU da liegen? Was sollte jetzt für die EU Vorrang haben? Also vor allem das Eigeninteresse, möglichst wenig Migranten, möglichst wenig Flüchtlinge ins Land zu bekommen oder auf eine größtmögliche Stabilisierung hinzuarbeiten. Der Johann hat völlig recht, kein Kontinent ist so von Regionen der Instabilität umgeben wie der europäische Kontinent. Die Maghreb-Zone, Eritrea, Palästina, Ägypten, der Mittlere Osten, Syrien, Irak, die Ukraine und Russland. Und deswegen brauchen wir zuallererst eine gemeinsame Nachbarschaftspolitik, die Johann für uns gemeinsam mit Frau Mogherini organisiert. Zum Zweiten brauchen wir eine strikte Grenzkontrolle. Wir müssen wissen, wer zu uns kommt, aus welchen Gründen er kommt, wie lange er bleibt. Und drittens müssen wir mehr in die Perspektive für diese Länder investieren. Geld, das wir jetzt ausgeben in Mali, in Niger, in Ägypten, ist klug angelegt, vermindert Fluchtgründe 2025 und vermeidet damit Ausgaben, die in 10 Jahren unweigerlich wären. Die Europäische Union, wir haben es am Anfang gesagt, ist 60 Jahre alt. Was ist denn Ihre Vision für die nächsten 60 Jahre der Europäischen Union? Zunächst einmal, wird es der Europäische Union noch 60 weitere Jahre geben? Wird sie größer werden? Wird sie stärker werden? Oder wird ihre Bedeutung längerfristig abnehmen? In 60 Jahren werden wir 11.000 Millionen Menschen auf der Erde haben. Das sind die dann vielleicht 70 Millionen Deutsche, kaum wahrnehmbar. Die 8 Millionen Österreicher, kaum wahrnehmbar. Das heißt, wenn wir die Welt von übermorgen für unsere Enkelkinder ein bisschen europäisch gestalten wollen, wenn unser Menschenbild, ein jüdisch-christliches Menschenbild, ein bisschen gelten soll, wenn unsere Werteordnung, Rechtsstaat, soziale Marktwirtschaft, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit gelten soll, dann geht dies zwischen Asien und den USA nur im europäischen Team. Deswegen werden wir bestehen, ich bin sicher. Und ich baue darauf, dass wir weitere 60 Jahre eine Friedensunion sein werden, dass wir als Europäische Union dem Westbalkan Frieden gebracht haben, indem dort die Länder beitreten können, wenn sie unsere Werte erfüllen, wenn sie die Grenzen achten, den Nachbarn respektieren. Und abschließend, ich glaube, wir werden auch eine Region der Innovation bleiben. Ich traue uns zu, dass unsere Kinder und Enkelkinder mit allen ihren Begabungen und Fähigkeiten durch Innovation, durch Forschung wirtschaftlich stark bleiben.